Die aktuelle Aufregung um die Künstlerinitiative Alles Dichtmachen ist aus mindestens zwei Gründen sehr bemerkenswert. Einmal durch die Aufgeregten selbst und dann auch dadurch, dass es diese Aufregung überhaupt gibt. Denn dass die Corona-Politik der Bundesregierung nicht gerade ein Glanzstück aufgeklärter Staatskunst ist, das ist ja wohl von niemandem zu bestreiten. Und dass man sich darüber lustig machen darf, sollte eigentlich ebenfalls selbstverständlich sein. Aber offensichtlich nicht bei uns in unserer von linken Ideologen dominierten Medienlandschaft, die immer mehr die Züge einer Gesinnungsdiktatur annimmt, sind gewisse Meinungen abseits des juste Milieu offensichtlich nicht tolerabel, unerwünscht, sogar strafbar. Da werden Abweichungen aus diesem legalen Meinungsspektrum gnadenlos sanktioniert. Wie soll man das sonst verstehen, dass ein zum WDR-Rundfunkrat degradierter ehemaliger SPD-Politiker aus Niedersachsen öffentlich fordert, den Alles-Dichtmachen-Mitmacher, Unterstützer Jan-Josef Liefers nicht mehr als Tatortkommissar für Münster zu beschäftigen? Da fühlt sich doch Jan-Josef Liefers, der bekanntlich aus der DDR kommt, doch gleich wieder an die guten alten Stasi-Zeiten unter Markus Wolf erinnert. Schade oder traurig, je nachdem, wie man es nimmt. Aber es gibt auch was Erfreuliches. Der Widerstand gegen diese Bevormundung durch linke Besserwisser wächst. Besinnen wir uns wieder auf Immanuel Kant und seine Devise, jeder denke für sich selbst. Dann hätte die aktuelle Hysterie um die Alles-Dichtmacher dann doch noch ihre gute Seite.